Dreh langsam. Ich bleib extra hier stehen. Willst du mich ver... Warte, ich mach dir sogar Platz. Ich mach Licht. Und tschüss. Bye bye. Ha, Michael! Bye. Ich hab kein Boop. Wir haben keine Hobbys, oder? Nee. Nein, deswegen machen wir auch Let's Plays. Ja, genau, ja, deswegen. Sein. Ach so, ich kann dir viel ordentlicher mähen als Mike. Aha. Sag ich doch. Ist nur doof, dass du gar nicht mischt, sondern mähst, sondern drescht. Alter, nee, wie geht's denn dir so? Ey, du Sack! Pass auf, da ist ein Bordstein. Boah, das Mike. Ach, warte. Stopp. Man kann nicht hupen mit dem Scheißding. So ein Schrott verkaufen. René, du kannst. Schade, dass man die Goldkasse nicht verkaufen kann. Ja, stimmt, das wäre richtig geil. Dann würden wir nämlich jetzt eins zumindest verkaufen. Dann hätten wir jeder eins und könnten dann mal eine Golfkartour machen. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal machen. Jemand kann die in dem Kästchen vielleicht verkaufen. Kann man nicht. Schon ausprobiert alles, na, ist ja klar. Jonas, du bist bestimmt bald wieder voll. So wie ich dich kenne. Wer ist hier bitte nicht voller in diesem. Ich wollte schon sagen, Raum. In diesem Chatraum. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Ja, Dichter. Das ist nur die Frage, wer noch dichter war. Egal. Der René ist noch dichter. Aber der Mike. Nein. Genauso gut wie. Wie war das? Wer hat das erzählt? Josef von Beethoven. Genau. Und Johannes der Säufer. Genau. Ha, René, was willst du? Ach komm schon. Und turn around. Ich geh jetzt telefonieren. Warum gehst du jetzt telefonieren? Willst du mich verarschen? Jetzt telefonieren. Okay, ciao René. Viel Spaß beim Telefonieren. Bing, bing. Ich kann ja noch mal gucken, wie lange wir noch Zeit haben. Geld? Jonas? Ja? Soll ich dir was sagen? In 9 Minuten musst du fertig sein mit beiden Feldern. Wenn du es hinkriegst. Ja, toll. Ich glaube, ich brauche ein Gewicht. Ich glaube, deswegen fahre ich gerade auf den Hof. Mike, restlich. Erstens bessere Mähdrescher, zweitens gibt mir Speedhack. Soll ich dir was sagen? Ich habe gerade aus Versehen meinen Timer wegge... Ach nee, doch nicht, da ist er noch. Okay. Ich dachte, ich habe meinen Timer weggeschmissen. Mike hat heute seinen Akku im Bus weggeschmissen. Ja genau, mein Handy ist runtergefallen, auf einmal war der Akku weg. Und danach war er erstmal gewaschen, der Akku. Ach, das schadet dem Akku doch nichts, dann ist er wenigstens auch mal sauber. Vielleicht geht er ja heute Nacht noch in Flammen auf, Mike. Wäre bestimmt lustig. Ich glaube, wenn man Wasser drüber schüttet, geht der Akku nicht in Flammen auf. Das wäre aber lustig. Ich stell dir vor, du hast dein Handy in die Waschmaschine, auf einmal geht es in Flammen auf. Das wäre doch mal geil. Auf einmal geht die Waschmaschine in Flammen auf und das Handy ist danach noch ganz, ne? iPhone geht alles. Oh, iPhone ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich find's hirnlos, dass die iPhone mit Glasscheibe bauen. Ja, das, auch wenn, obwohl die merken, dass so viele iPhones und iPods runterfallen. Ich meine, in unserer Klasse haben wir schon 3, 4, 5 iPods geschrottet, ja. Aber soll ich dir noch was sagen? Ja. Damit machen die gewinnen. Ja, ja, schon klar. Aber nee, gar nicht. Wenn nämlich Garantie drauf ist, dann machen die keinen Gewinn. Dann machen die Verlust. Machen sie eben schon. Außer jeder ist so blöd und jailbreakt sich seinen iPod. Mike. Das bezahlt ich hatte noch Garantie auf meinen iPod und das bezahlen die bei der Garantie nicht. Bezahlen. Was musstest du nicht? Die müssen das bezahlen, wenn du Garantie drauf hast, das darfst du sie verklagen. Wenn es selber Eigenverschulden ist, bezahlt das auch keine Garantie. Ja, ja, schon klar, aber wieso ist das Eigenverschulden, wenn sie so beschissen sind und inkompetent sind, wenn sie und ja, aber wenn die Handys runterfallen, war es ja wohl deine Schuld oder von wem anders. Ich kann auch nichts dafür, wenn mein Handy runterfällt. Wieso sollte ich da was für können? Ja, aber... ja, okay, ja, René. Halt die Fresse. Ich will's nicht. Genauso wie wenn du dein Auto irgendwo im Wasser versenkst. Bezahlt auch keine Versicherung oder irgendwas. Also bei LS schon. Da ja, bezahlen okay, die dir das LS, Auto da immer noch. Kannst du die Fahrzeuge auch wieder zurücksetzen. Das ist nicht gerade realistisch alles, auch wenn natürlich. Das Simulator sein soll. Ja, ich finde... LS ist schlecht. Mindestens so realistisch wie Minecraft. Ja? Oder GTA. Ja, genau, oder GTA. Das Spiel, wo man durch oder Wände Crisis. Schießen kann. Ja klar, Crysis. Ich will irgendwie... Ja, Crysis, genau.
Das Kranke ist, wenn ich Crysis im Fenstermodus starte, dann wird bei mir in meinem Steam-Account die Zeit nicht weitergezählt. Das heißt, warum ich habe eigentlich kein Let's Play. Was? Weil keine Ahnung. Aus dem Grund, weil Crysis, ich hab's probiert. Also bei mir läuft's mit Preps fast gar nicht. Haha, bei mir schon. Könnte daran liegen, an was anderem, aber das sage ich jetzt mal lieber nicht. Na okay, ich hatte noch 38 Hintergrundprozesse laufen. Oh mein Gott, Moment, stimmt. Jetzt rede mal. Vielleicht hört du dich jetzt. Meine Mutter steht gerade neben mir. Hi René. Genau. Hallo. So, jetzt habt ihr auch meine Mutter mal gehört. Ja, nie, weil ich mein Headset auf habe. Frag mal, wie es ihm geht. René, wie geht's dir? Gut. Gut. Der Jonas ist auch da. Ja, genau, Jonas ist auch da. Nein. Hört ihr ihn jetzt eigentlich oder nicht, oder wie? Also, ihn, ja. Sie, meine Mutter. Ja, Entschuldigung. Einen Moment. Ja. Hoppala. Und alles dreht sich. Warum hat das Ding eigentlich eine Zapfwelle? Wofür braucht das Ding eine Zapfwelle? Oh, dieser Mist. Anhänger. Okay. Und tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Nein. Meiner. Fährst du eigentlich mit Außenansicht? Ja. Okay. Ich kann dröschen, kann ich irgendwie besser mit Innenansicht. Wie nicht? Da kann ich mich auf diese eine Ecke konzentrieren. Okay. Aus dem innen drin finde ich es lustiger, ist realistischer. Was mal geil wäre, wenn du mit so einem Trecker übers Feld fahren würdest, dass dann auch das Getreide umfallen würde oder so. Ich bin übrigens wieder ansprechbar, ne? Meine Mutter ist jetzt weg. Umdrücken würdest. Wo, ich weiß ja nicht, ob ihr sie gehört habt oder nicht. Ich weiß ja nicht, wie die Qualität auf YouTube so ist. Aber das war meine Mutter. Jetzt habt ihr sie auch mal gehört. Mein Bruder haben sie damals nicht gehört. Das musste jetzt einfach mal sein. Also ich meine, meine Mutter ist ja schon öfters mal reingekommen und jedes Mal habe ich mich gemutet. Jetzt habe ich mir gedacht, nee, lässt es einfach mal voll ins Mikro labern. Hast du ja wahrscheinlich auch noch extra eingehalten, ne? Nee, das sitzt auf meinem Kopf. Ich reiß mir doch nicht das Mikro vom Kopf, also das Headset vom Kopf, so wie du das immer machst. Und dann geht's immer so... Soll ich es mal vorführen? Nein, René, lass es. Sonst kicke ich dich. Ja, genau so geht es. Jedes Mal, wenn René irgendwie runtergeht, um sich etwas zu essen holt, beziehungsweise wenn er hochkommt und danach dann anfängt, etwas zu fressen. Stimmt, heute habe ich gar nichts zu essen. Doch, du hast etwas gegessen, René. Du hast heute schon was zu essen geholt, das reicht. Ja, aber noch nicht im Netz. Musst du auch nicht. Und du sagst, du darfst nicht so viel essen. Ist klar. Darf ja auch eigentlich nicht, aber wen interessiert das? Ich darf auch keine Schokolade essen und... Ich habe heute eine ganze Tafel gegessen und ich habe irgendwie heute Bock auf Schokolade. Du bist doch krank. Moment, ich muss erstmal kurz wieder cheaten. Eistee trinken. Ich trinke eine ganze Flasche Eistee, also. Ich will erstmal kurz wieder cheaten. Ich hasse Ärzte. Haben wir eigentlich in der letzten Aufnahme eben gerade, bevor es abgekackt ist, noch irgendwas gekauft? Nö. Oder? Okay, dann ist ja gut. Mit 8000 oder 9000 Euro ging das schlecht. Soll ich vielleicht doch mal Tag machen? Nein. Oh. René, das Licht bringt auch so viel. Ich leuchte euch. Ich leuchte euch den Weg. Ich sehe nur deine Scheinwerfer, wie sie leuchten. Also bei dir bringt es eigentlich für mich auch nichts. Ja, das ist so. Das ist normal. Ich sehe auch nur eure Scheinwerfer und sehe nicht, wie es leuchtet. Das Licht, was ich mache, also das Licht, was leuchtet, das war mein Licht. Das habe ich jetzt wieder ausgemacht. Ist das eigentlich bei der Taschenlampe? Das sehen wir auch nicht, oder? Nein, die Taschenlampe seht ihr nicht. Ich habe keine Taschenlampe. René, pass auf, da, ne, dein Anhänger schwenkt aus, nur so zur Info. Oh, ein Baum. Ich schwenk aus. Was, Licht schwenkt aus? An. Naja, okay. Das war jetzt ja mal wieder eine total super Aufnahme. Ja. Ne? Jetzt vor allem, weil wir alles doppelt gemacht haben. Aber ich meine, jetzt haben wir ja... Ich glaube, wir machen das dann demnächst immer so, dass wir einfach, wenn wir Zeit haben...
Also wenn das Feld wachsen soll, dann machen wir einfach schnell, und wenn es nicht wachsen soll, dann machen wir einfach langsam und sowieso, ne? Ist zwar auch ein bisschen cheaten, aber egal. Eine Minute. Eine Minute noch, aber ich glaube, wir können noch ein bisschen überziehen. Da wollen wir doch heute 100 aufnehmen. Ich denke mal, wenn Jonas weg muss gleich, dann... Also ich muss nicht über den Weg. Gesundheit. Wir haben Viertel nach 10 haben wir. Nee, aber ich glaube, dann machen wir jetzt bald mal Schluss und dann nehmen wir halt demnächst nochmal bei Gelegenheit auf. Von mir aus können wir heute Nacht nochmal aufnehmen. Heute Nacht? Weiß ich nicht. Ist immer ein bisschen schlecht, weil meine Eltern schlafen also, ja gegenüber von meinem Zimmer sozusagen. Das Problem ist, nächste Woche geht nicht. Ja, nächste Woche müssen wir ja dann auch nicht aufnehmen. Wenn dann und übernächste Woche geht wahrscheinlich auch nicht, weil da Weihnachten und Zeug kommt. Ach, ja. Scheiß doch auf Weihnachten. Das Fest der Liebe und wir so, weißt ja, dass das aufnehmen. Gar nicht stimmt. Ne, da kann Jonas nicht, ne? Jonas, du kannst wieder da dein Mähwerk ausmachen. Leer mal aus. Ist schon leer. Ich möchte da jetzt nochmal das letzte bisschen ernten und dann zum nächsten Feld fahren. Oh Mann. Ha, Jungs. Geh mal bitte weg. Sorry, ich hab nichts gesagt. René, du stehst voll in the way, ey. Wie unser Klassenlehrer jetzt sagen würde, wenn ich sagen würde, du stehst voll im Weg, dann würde unser Deutschlehrer sagen, ey, das stimmt nicht, du stehst voll im Weg, ey. Weil jeder Satz, der mit voll, der ein voll im Satz hat, ergibt keinen Sinn, solange kein ey am Ende steht. Genau. Oh. Und wie ist es dann, das Werk ist voll pracht, ey? Kommt ja da auch ey da dran? Ja, klar, es kommt immer ein Ey davon. Was macht ihr denn jetzt eigentlich für eine Scheiße? Ach, Bibelkunde. Bibelkunde? Geil, ich will mitmachen. Oh, mein Friedchen. Lass doch das Orgelfriedchen in Ruhe, die kann doch auch nichts dafür. Warum misst du eigentlich längs und nicht, also so... Ja, das habe ich ihn auch schon gefragt, aber er hat mir nicht geantwortet. Hast du ihn gefragt? Ich habe nichts davon mitgekriegt. Dann guck dir das Video an, wenn es fertig ist. Okay. Oh. Weil ich da so aufs Feld gefahren Zeit bin, ist abgelaufen. Alter. Achtung! Ich weiß ja nicht, ob ihr das hört. So, Moment. Ja. Aus damit. So. Ja, wollen wir jetzt... Wir machen gleich Schluss und so. Ich weiß gar nicht, warum habe ich eigentlich so einen beschissenen Wecker-Klingelton und so. Das wollen wir dann eigentlich nochmal aufnehmen? Oder wie jetzt? Wann? Heute? Nein. Heute nicht mehr. Ja, wann denn? Ja, weiß ich nicht. Nächste Woche, in 2 Wochen, in 3 Wochen. Ich habe mir auch überlegt, achso, das kann ich jetzt gleich nochmal ankündigen. Achso, scheiße, ich glaube, dieses Video seht ihr jetzt gar nicht mehr. Egal, in den Ferien werde ich wahrscheinlich nicht hochladen und sowieso. Das werde ich dann auch nochmal alles auf Facebook schreiben, wenn ich nichts hochlade. Mike? Jawohl. Das Problem ist, wir haben 15. Morgen. Also dieses Wochenende kann da Jonas gar nicht, ne? Morgen würde nochmal gehen. Na, morgen habe ich keine Zeit. Ja, bei Sonntag bin ich in Hamburg. Dann nächste Woche haben wir den 22. und 23. 23. Ja, nächste Woche sind ja schon, also nächste Woche haben wir ja noch Schule und danach sind ja schon Ferien, also von daher. Was haltet ihr davon, wenn wir Freitag Vormittag nach der Schule aufnehmen? Was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal gucken, wie wir aufnehmen und das nicht irgendwie jetzt hier, weiß ich nicht. Es ist ja den Leuten eigentlich scheißegal, wann wir aufnehmen, Hauptsache die Folge. Nee, mir ist mir gerade so eingefallen, wir haben doch Freitag nur 3 Stunden. Wir haben aber Freitag, hab ich Geburtstag. Ja, stimmt. René, wir können ja an deinem Geburtstag aufnehmen. Also, Freitag hat René Geburtstag. Ich habe mir schon überlegt, nachts von den 21. auf den 22. Aufnehmen? Okay. Einverstanden. Aber René, das ist ein bisschen schlecht. Ich denke, du willst ein bisschen was trinken. Was so, ne? Das darf ja auch nicht das fehlen. Ist mir doch egal. Ich kann das auch im nicht nüchternen Zustand hinkriegen. Merkt man ja. Ich meine, wenn du jetzt schon so viel Scheiße laberst und so Scheiße fährst, ja, wie soll denn das dann werden? Als Maul, ich kann besser fahren, wenn ich voll bin. Trag mich ins Auto, ich fahre. Ja, genau. Oder in dem Fall in den Trecker. Du, bist voll. Ich trag dich garantiert nicht in den Trecker. Es gibt so einen Knopf, da steht nicht tragen, sondern kicken drauf. Ja. Das ist sowas wie tragen. Da kicke ich dich voll in den Arsch und dann, nein, ich cheate überhaupt nicht. Ich fliege nur, aber ich. Ja, genau, Bannen ist besser. Ich sag nicht doch, ich sehe nur deine Schatten. Dann musst du nach oben gucken. Machst du Kopf nach oben, dann siehst du mich. Warum siehst du nur meinen Schatten? Bei Nacht sieht man doch überhaupt keinen Schatten. Doch, ich sehe Schatten. Oh mein Gott. Ich sehe keinen Schatten. Vielleicht sollte ich mal nicht auf... Jonas sieht auch Geister, also. Jonas sieht auch Geister, also daher... Naja, okay, ich glaube...
Verabschiedung wo heute? Ich weiß nicht, hier mitten auf dem Feld? Müllkinder. Nein, Müllkinder, ich bin schon weg. Lassen uns die Trecker hier stehen, oder? Ja, Jonas, du kannst ja nochmal hier dich in mich entleeren, sozusagen. Also in meinen Anhänger, in dem ich gerade stehe. Also in unseren Anhänger, so, ne? Ich würde ihm auch immer in den Sack kotzen. Ja, oder wie genau. War das mit dem Weihnachtsmann? So, ich fliege jetzt erstmal hier lang. Haha, Jonas, ich bin schneller als wie du. Stimmt doch. Wie war das mit dem Weihnachtsmann? Ich bin nicht der Weihnachtsmann, ich habe keinen Sack. Genau, wenn aber ich der Weihnachtsmann wäre, dann würde man ja meinen Sack sehen. Ah, genau so war das, sag ich doch. Wollen wir so mal aufs Dach stellen? Wetten, dass ihr nicht zu mir kommt? Bilde mal einen Sack. Beim Bienenhaus aufs Dach heute? Hey. Nein, hier. Hallo. Da unten. Bilde mal einen Satz mit Eidechse. Ei. Dechse. Genau. Deine Füße frieren ohne Schuh, ich sage dir Eidechse zu. Ist klar, Jonas. Ja, das können wir ja dann nächstes Mal nochmal ansprechen, dieses Thema. Jonas, schreib's dir auf, so mache ich das auch immer, sonst vergesse ich es. Mike, Alzheimer. Ja, wo denn jetzt? Hier auf dem Dach? Ja, Mike, nicht okay. Auf dem Dach. Komm, wir machen heute mal eine Dachparty. Ja, Jonas, jetzt, du springst in die falsche Richtung. Du springst hey, Mike, komm runter. Jonas, geh aufs Dach. Los, geh aufs Dach. Da wir immer so lange beim Verabschieden brauchen und wir so lange brauchen, bis wir anfangen, ach, ist halt die halbe Zeit schon rum. Ich meine, das ist doch einfach nur das Geilste, Jonas zuzugucken, wie er so scheiße baut. Ja, was kann ich dafür, wenn er sich ständig leckt? So, okay, jetzt komme ich zu euch runter. Hi, hep. Moin. Mike kann sich keine Kappe leisten. Als Maul, du auch nicht. Haha, René, du kannst dir eine Kappe leisten, scheiße. Mike, du auch nicht. Also ist René ja der Außenseiter. Haha, ja komm Jonas, wir stellen uns nebeneinander, René, geh nach Hause. Du hast auch kein Käppi auf und Jonas auch nicht. Ja, ja also, bist du ja der Außenseiter. Also hab ich ein Käppi auf. Ja. Ja. Ah, weg! Agier! Haha, ich leuchte dir den Weg. Halt, stopp, ich... Jetzt mach ich immer einen auf Jonas. Hopp! Oh mein Gott! Komm, Jonas, wir stellen uns schon mal hier hin. Der Außenseiter, der kommt ja jetzt überhaupt nicht. Also als der... Maul. Geh weg. Komm, ich hau dir auf die Fresse, du sagst. Ja, komm. Hühner, wie kann man denn hier schlagen? Guck so hier. Ui, ui. Warum haben die Hühner denn schon wieder so viele Eier gelegt? Ich glaube, die legen ganz schön viele Eier. So, also, ich würde sagen, wir verabscheuen uns. Ja, wir verabscheuen uns. Mal wieder, genau. Ja, genau. Und dann sage ich mal, schön, dass ihr zugeguckt habt. Ja, ihr könnt auch gerne nächstes Mal... Genau, ihr könnt auch gerne das nächste Video von Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013 Together, beziehungsweise Let's Play Minecraft, könnt ihr euch natürlich auch angucken oder sonstiges, ne? Oder Let's Scheiß die Wand an. Okay, wir kommen... Komm, wir machen jetzt ein Let's Scheiß die Wand an. Und... Scheiße. Ey, guck mal, ich stehe auf der Wand. Dass wir scheiße labern, dann könnt ihr gerne wieder einschalten. Ansonsten, unsere Videos sind scheiße. Nein. Genau, René, deine Videos sind immer nur scheiße. Ich mache ja immer nur die besten Videos, das weißt du ja. Ja, wenn Mike dabei ist, würde ich es nicht tun. Ja. Okay, also wie gesagt. Ja. Bye, bye. Nächstes Mal wieder einschalten, doch kein Müll. Das hier ist Müll. Das hier, guck. Mike, guck hier. Müll, guck. Da, ja. Guck hier. So. Okay. Tschüss! Bye bye! Tschüss! So, und jetzt ist ausnahmsweise mal Dingens nicht abgekackt und ich sage nochmal Tschüss. Haha.